Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu The Wild at Heart. Neues Spiel und starten. Wecker. Uhr. Es ist Zeit. Okay, Wake, du hast dich darauf vorbereitet. Zeit, den Plan auszuführen. Ich muss nur meine Vorräte aus dem Zimmer zusammensuchen. So. Aufheben. Pläne. Ein Stapel Papiere mit verschiedenen Skizzen und Entwürfen. Darunter etwas mit dem Titel Experiment Codename Sul. Ich könnte auch diese anderen Baupläne mitnehmen. Ich will nicht, dass sie in die falschen Hände geraten. Ein Controller. Spielsystem. Steige mit dem Game Bun Entertainment System in deine Lieblingsspiele ein. Als ob ich ohne meine Spiele irgendwo hingehen würde. Prioritäten. Also das sieht eigentlich nett aus. Das glitzert noch. Behelfsmäßige Karte, eine Karte des Waldes hinter Wakes Haus und perfekt geeignet, um in diesen zu flüchten. Auf jeden Fall maßstabgetreu. Eine sehr detaillierte Karte des Waldes, mitsamt Orientierungspunkten. Ohne die wäre ich total verloren. Okay, ich habe alles von hier unten, Zeit nach oben zu gehen. Okay, danke, dass du Bescheid gibst. Weg, gut. Ich habe heute Morgen ein paar Feldrationen vorbereitet, bevor er ging. Ich muss sie nur holen. Okay. Mampfs Käse. Chips. Köstlich knusprige Leckerei. Jede Tüte garantiert Käsefinger. Meine Tüte Mampfs. Hatte ganz vergessen, dass ich die hier versteckt habe. Die nehme ich mit. Sie könnten in einer Notlage nützlich sein. Herrje, das Kissen hat einen dauerhaften Hinternabdruck. Er schaut eindeutig zu viel Fernsehen. Schauen wir noch hier. Untersuchen. Mist, die sollte ich eigentlich waschen. Tja, keine Zeit jetzt. Rationen. Alles, was man für eine längere geheime Mission braucht. Ein selbstgeschmiedetes Erdnussbutter-Sandwich. Geschmiertes, nicht geschmiedetes. Oje. Diese Erdnussbutter-Sandwiches sind lecker und halten eine Weile. Eine Sache bleibt wohl noch zu tun. Ich gehe, auch wenn es dich nicht interessiert. Komm mich nicht suchen, Wake. Egal, er wird es wahrscheinlich eh nicht lesen. Zeit zu gehen. Okay, wir haben quasi einen Abschiedsbrief geschrieben. Und jetzt ziehen wir hinaus in die weite Welt. Oder in den Garten zumindest mal. Gastbuster, Wakes selbstgebauter Staubsauger. Nützlich zum Aufsaugen aller möglichen Dinge. Halte RT, um mit dem Saugen zu beginnen. Ah, okay. Schlüssel zum Hinterhof. Der rostige alte Schlüssel für das hintere Tor. Ein Wunder, dass das Ding noch nicht dauerhaft verlegt worden ist. Warum kann ich das hier nicht kaputt machen? Ach so. Wie mache ich das? Wie kicke ich? Ja. Oh. Ja, der Tag, an dem ich meinen Schatten verlor. Ich weigere mich, es vom Vater abbauen zu lassen. Ich vermisse dich, kleiner Kerl. Okay, wir haben unseren Hund verloren, wie es aussieht.
Okay, Kirby und ich haben das seit Monaten geplant. Sie wird wissen, was zu tun ist. Ich hoffe nur, dass sie problemlos rauskommt. Zeit, von hier zu verschwinden. Das Abenteuer beginnt. Ja, wo ist sie? Kirby ist scheinbar nicht gekommen. Na toll, ich habe mich verirrt. Ah, okay. Wie soll Kirby mich jetzt finden? Hm? Hallo, wer ist da? Hoppla, was bist du? Hey, warte! Na warte, ich will mir zuerst die hier holen. So was dachte ich mir schon. Wo ist der kleine Kerl hin? Da ist er. Hey! Was ist mit diesem komischen alten Tor? Was ist mit dem komischen alten Tor? Da rein, oder? Wow, schau sich einer diesen Baum an. Das war so klar. Und denn, ich denke, ich gehe rein. Ich hoffe, der kleine Kerl führt mich nicht noch mehr in die Irre. Wird schon schief gehen. Die berühmten letzten Worte. Schon schief gehen. Naja, wir leben zumindest noch. Auch wenn wir im Dreck liegen. Uff, was für ein Sturz. Wo bin ich jetzt? Ja, im Baum, du Dödel. Sie hat dich also doch reingelassen. Interessant, sie hat eine ganze Weile mit sich gerungen. Wer bist du? Meine Leute nennen mich Graumantel. Obwohl ich einen braunen Mantel habe. Du hast den Tiefenwald betreten. Hier sind nur wenige erlaubt, vermutlich. Graumantel, so heißt du? Ich denke schon. Okay, aber dein Mantel ist eher grünbraun. Es war ein anderer Mantel.
Du bist Wake. Wake? Hm, Wake. Selten anmutiger Name, vermutlich. Oh, hallo nochmal. Da bist du ja, Brussel. Du weißt, du weißt ganz genau, dass du den tiefen Wald nicht verlassen sollst. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass sich ein Elfling mit einem Außenseiter anfreundet. Es ist schon ungewöhnlich, dass du ihn überhaupt sehen kannst. Für einen alten Mann bist du ganz schön klein und faltenlos. Fehlt dir irgendwas? Irgendetwas? Lass es mir ruhig sagen. Was? Ich bin kein alter Mann. Hm? Brussel sagt, du hättest geweint, als er dich fand. Warum? Nein, ich habe nicht... Na und? Es ist unhöflich, sich an andere Leute anzuschleichen. Was ist das überhaupt für ein Geschöpf? Immer langsam, Faltenloser. Für Fragen ist später noch Zeit, vermutlich. Ich muss zu meinen Leuten eilen. Es gibt viele Dinge zu tun. Zudem wird es bald dunkel. Und was sagen wir über die Dunkelheit? Hm? Wer ist wir? Ich kenne bislang nur dich. Falsch. Wir sagen, die Dunkelheit ist schlecht. Okay, also lass das deine erste Lektion sein. Erste Lektion? Nimm das. Dieser Gegenstand ist für die Mitglieder meines Ordens von großer Bedeutung. Seht, ich gebe dir den Funkelstein. Du hast Funkelstein, ein Fragment einer Sternschnuppe. Ein Funkelstein kann Projektionen derjenigen erzeugen, die Stücke desselben Sterns tragen. Drücke Digi-Kreuz nach unten, um mit deinen Grünschildgefährten zu sprechen. Ist das ein Kristall? Hm, keine Ahnung, wir nennen es Funkelstein. Der Funkelstein wird dich führen, vermutlich. Dich führen? Wohin? Warte! Natur, ho. Oh. Bring mich zu dem Ort, zum Laub, zum Hain. Das ist es. Ha, fast hätte ich vergessen, wie unser Dorf heißt. Das wäre Hain. Und tschüss. Oh. Träumen, das wird Kirby mir nie glauben. Das Unterholz. Naja, da geht's rauf. Gut. Wake, Wake, kannst du mich hören? Hm, der Kristall spricht. Graumantel, bist du das? Wie machst du das? Mit dem Funkelstein ermöglicht die Kommunikation zwischen seinen Trägern. Fühlt es sich immer so komisch an? Du wirst dich irgendwann an die Nebenwirkungen der Gedankenverbindung gewöhnen, vermutlich. Wake, da vorne ist ein Freund von mir, ein Mitglied unseres Ordens. Sein Name ist Schrottchen. Schrottchen? Dein Freund heißt Schrottchen? In der Tat, er wird dir helfen, vermutlich. Sich durch das Unterholz zu schlagen mag beängstigend erscheinen, aber die Elflinge sind oft durchaus hilfsbereit. Elflinge? Du meinst die kleinen gelben Kerle? Ganz recht, sie sind Bewohner dieser Welt und ich wage sogar zu behaupten, Teil des tiefen Walds selbst. Nutze sie als Führer, sie werden wissen, was zu tun ist. Mit deinem Gerät und ihrer Hilfe sollte es dir ein leichtes sein, zu Schrottchen zu gelangen, oder? Aber wie kontaktiere ich dich mit diesem Ding? Ah ja, nun... Normalerweise stelle ich mir die Person einfach vor und schreie dann laut ihren Namen. Das scheint manchmal zu funktionieren. Okay. Keine Zeit zu verlieren, vorwärts. Gehen wir mal vorwärts. So, das hier. Hallo, versteckt im Laubhaufen, was? Sehr cool. Du kannst dich mir gern anschließen. Dieser Graumanteltyp sagte, du könntest mir helfen, hier rauszukommen. So, wir haben jetzt Zweiglinge. Diese neugierigen kleinen Kreaturen können Ressourcen aufheben, Mauern einreißen, Feinde angreifen und vieles mehr. Sie benötigen nur ein wenig Ausrichtung. Wirf sie einfach in die Nähe des gewünschten Ziels und sie legen los. Zweiglinge sind schnelle Arbeiter und immun gegen giftiges Gas. Es wird auch gemunkelt, dass sie Dinge wachsen lassen können, aber das hat seit geraumer Zeit niemand mehr gesehen. Verwende X zum Aufheben
und werfen. So. Spielen wir doch fast Pikmin. Okay, da geht's runter. Ja. Lagerfeuer. Hui. Können wir speichern? Okay, unser Inventar, wichtige Gegenstände, Einstellungen. So, die Karte öffnen. So sind wir bis jetzt gegangen. Wie es aussieht, müssen wir hier hin. Kann das sein? Ganz schön was aus. Bin ich gespannt, was ich damit machen kann. 275 habe ich davon schon. Oh. Fix. Leuchtkugeln. Sammeln die auch Sachen ein? Nicht. Kann ich ja nicht, oder? Ja, interagieren, treten, werfen, tauschen, Sauger, Hochleistung, Typ umschalten, Aktionsmenü, Inventarkarte bewegen, Kamera bewegen. Nö, kein Sprung. Was ist das hier? Verloren. Okay, jetzt haben wir schon drei. Ich frage mich, ob in diesen Tümpeln etwas lebt. Hallo da drinnen, ist jemand zu Hause? Noch mehr mit diesem Metallschrott. Au. Schrottchen sollte gleich hinter diesem riesigen Felsen sein. Großartig. Die Zweiglinge müssen ihn bewegt haben. Nun, sie können ihn zurückbewegen. Du kannst deine Elflinge anweisen, schwere Objekte zu bewegen, aber dafür brauchst du eine ganze Reihe von ihnen. Erkunde das Unterholz und sammle mehr Elflinge. Okay. Wir
gespeichert. So, komme ich hier irgendwie rüber? Nö, eigentlich. Hier brauchen wir drei. Das haben wir. Hoppla, gut gemacht. Sehr cool. Vergessener Pfad. Ich muss die nur ungefähr in die Richtung werfen, dann erahnen sie schon, was ich von ihnen will. Können sie das hier holen? Richtung Hain und das Herzland. Stinkfrucht, das übel riechendste natürliche Nahrungsmittel der Welt, aber trotzdem irgendwie essbar und nahrhaft. Lose Teile, eine Mischung aus Nägeln, Muttern, Schrauben und Metallschrauben. Diese einfachen, aber vielseitigen Materialien können sehr nützlich sein, um Dinge zu fertigen und Bauwerke zu reparieren. Gut so. Gib ab. Sofort stehen bleiben! Weg von meinem Depot an Reichtümern. Wie bist du auf diese geheiligte Wiese gekommen, oh kleiner, faltenloser alter Mann? Ich bin kein alter Mann, ich bin 12. Ah, 12 ist eine Zahl. Zahlen können keine Menschen sein. Versuche jemanden zu finden. Schrottchen? Ein Mann namens Graumantel gab mir diesen Kristall und diese kleinen gelben Kerle halfen mir, diesen großen Felsen zu bewegen und... Kristall, sagst du? Es ist also wahr. Graumantel sagt, er habe einen potenziellen neuen Rekruten gefunden. Einen neuen Rekruten? Wofür? Ich bin Schrottchen, Baumeister und Tüfter des Grünschildordens in diesem tiefen Wald. Oh, ich bin Wake. Ich bin auch eine Art Baumeister. Wake, sagst du? Das klingt nicht wie ein Name. Sehr faszinierend. Weißt du, wo ich Graumantel finden kann? In der Tat, allerdings. Ja, ja, sicher. Im Lager, in der Tat. Mit wem redest du? Ist das Graumantel? Hat Brussel das gesagt? Ha, wie drollig. Ja, ja, morgen wäre am besten. Das sehe ich auch so. Danke. Lehrling? Lehrling? Das Tageslicht schwindet. Wir werden es nicht rechtzeitig zum nächsten Lager schaffen. Wir müssen die Nacht hier verbringen. Ruhe dich aus, wenn du kannst. Ich werde Wache halten. Warum ruhst du nicht? Liegt etwas auf dem Herzen? Schrottchen? Wie lautet... Du weißt schon, dein richtiger Name. Schrottchen ist mein Name. Nein, ich meine, wie war dein Name bei deiner Geburt, den dir deine Mutter gab? Ich hatte nie einen anderen Namen, soweit ich mich erinnern kann. Ich war schon immer Schrottchen. Okay. Und Graumantel? Er war schon immer Graumantel. So ist es auch mit den Namen der anderen. Welche anderen? Warum rufst du nicht? Liegt dir etwas auf dem Herzen? Es ist Grünschild. Unser Orden natürlich, Beschützer und Verwalter dieses Tiefenwalds. Wir schützen die verschiedenen Geschöpfe, die hier leben, und reparieren bei Bedarf die Grenze zu deiner Welt. Kannst du etwa Magie benutzen und so? Sicher doch, du etwa nicht? Nicht, dass ich wüsste.
Ich wette, du kannst mehr als du denkst. Aber natürlich ist es wie bei allen Fertigkeiten. Einige Leute sind geschickter als andere. Graumantel zum Beispiel ist wahrscheinlich der fähigste unter uns. Obwohl er nicht mehr ganz dasselbe ist, seit er seinen anderen Mantel verloren hat. Okay. Ruh dich jetzt aus, Lehrling. Wir stehen bei Tagesanbruch auf. Es gibt viel zu tun. Sag mal, was ist jetzt schon wieder? Willst du ein Erdnussbutter-Sandwich? Ich könnte wirklich einen Snack vertragen. Ein Erdnussbutter-Sandwich? Komm, hau rein, ich bin am Verhungern. Oh, Marmelade. Sind wir da noch am Strand jetzt? Hm? Nö, das ist Wasser. Was ist das für ein Ort? Jetzt haben wir mal geschlafen und haben direkt von unserem Vater geträumt. Guten Morgen, Meister Wake. Hast du gut geschlafen? Schlechte Träume. Ich hatte seltsame Träume. Keine Bange, die haben wir hier alle. Träume von seltsamen Dingen oder von uns selbst in seltsamen und verwirrenden Lebenslagen. Irgendwann gewöhnt man sich daran. Oh, und entschuldige, aber ich konnte nicht umhin, dein Gerät zu bemerken. Ja, das ist meine neueste Erfindung. Was denkst du? Ich denke, du bist ziemlich genial, aber wir könnten es vielleicht ein wenig verbessern. Wenn du das willst, meine ich. Unbedingt. Ich habe sogar schon ein paar Pläne, an denen ich gearbeitet habe. Wo fangen wir an? In der Nähe dieses Lagers sollten reichlich Materialien herumliegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du mir, sagen wir, 5 lose Teile und 200 Schrottteile bringen würdest, könnte ich das Gerät in 0, nichts verbessern. Und du solltest mir deine Pläne geben, ich werde sie berücksichtigen. Echt? Cool, ich bin dabei. Wake, wie läuft deine Suche? Bring mir die notwendigen Materialien, dann werde ich den Badgaster verbessern. Es ist ein Gastbuster und ich arbeite daran. Okay. Wir brauchen noch so rote Kisten, Schachteln, Dinger. Knisterbonbon, ein rätselhaftes Bonbon, das im Mund knistert. Leider sieht es viel zu alt aus, um es zu essen. Könnte aber nützlich sein, um etwas Schrott zu verdienen. Ja, das ist alles. Ich wollte gerade sagen, das ist alles unerreichbar. Gegenstände ablegen, weil jetzt kann es nicht aufheben. Dann machen wir das doch auch mal hier.
kleiner Sack. Oh. Der soll das ablegen. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.